Genau, langsam rein und Bremse etwas öffnen. So, ich bin wieder in Saarbrücken unterwegs und bin jetzt hier am Schwarzenberg und genau, habe hier über Trailfox noch zwei Trails gefunden. Einmal Angry Jens und einmal den Simmel Trail. Boah, kann man mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Ui. Schön versemmelt. Ja genau, ich glaube da links, das wäre jetzt der Zimmel. Ich fahre jetzt mal rechts hier den Angry Ant. Genau, die sollen auch, wie man sieht, beide recht anspruchsvoll sein. Ich habe mir jetzt halt auch noch gar nicht warm gemacht. Aber dann werden die halt erstmal locker gefahren. Ups. Viel zu großen Gang gewesen. Ui. Ich fahre jetzt noch mal den Angry Ant. Weil ich den jetzt ein bisschen kenne, weil sie zum warm werden. Boah, Vorderrad verkantet. Ich muss auch dran denken, dass ich vor den Features genug runterbremse. Weil wenn man da auf den Sachen bremst, sackt einem halt die Gabel weg. Und dann ist das Fahrwerk nicht mehr hundertprozentig aktiv. Das sollte man bedenken. Vergesse ich aber manchmal. Ups. So, man merkt selbst, wenn man Trails zum zweiten Mal fährt, kennt man ihn noch nicht ausreichend genug. Ja, auch cool. Ich habe hier gerade noch einen von einem Verein getroffen, die hier die ganzen Strecken bauen. Und will da auch gleich mal sagen, großes Lob. Also ja, für die Strecken hier beim Stiefel und jetzt hier auch am Schwarzenberg oder wenn ihr auch am Homburg beteiligt seid. Geile Nummer, also finde ich sehr, sehr stark. Und ja, also die Trails habe ich gehört, also alle, die bei Trailfox zu finden sind, sind dann auch von dem Verein und die offiziellen Strecken. Und ja, wollte das einfach nur mal erwähnen, denn, um die Arbeit hier von den Locals halt auch mal ein bisschen wertzuschätzen. Vielen Dank dafür. So, bin wieder hochgestrampelt. Und jetzt kommt Abfahrt Nummer 3.
Und genau, da will ich dann gleich auf den Simmeltrail abbiegen. Ja, ich habe gehört, weil es auch so viel geregnet hat, sind die Trails jetzt wohl einfach auch sehr ausgewaschen. Da wusste ich einfach nicht, was es ist. Oh, nee. Bist du hier durchgeschüttelt? Danke. Ja, doch. Zack. Uiuiuiui. Okay. Uah. Also, ich habe hier was entdeckt. Ich bin gerade noch nicht ganz sicher, ob ich das machen soll. Wobei, der ist jetzt auch nicht so steil. Kommt einem halt nur sehr brutal vor. Das Ding ist, wenn ich einmal drin bin, gibt es keinen zurück. Doch, verdammt noch mal. Aber echt krass, was man bei so Sachen immer für ein Kopfkino hat. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier für einen Trail fahre. Aber als ich dieses Feature gesehen habe, musste ich das einfach mitnehmen. Ah, der kam unerwartet. Da war ich echt ganz schön verunsichert, ob ich das machen soll. Umso besser fühlt sich's an, wenn man es dann gemacht hat. Nice. Richtig nice. Und auf geht's zur nächsten Runde. Ich werde jetzt noch mal den Zimmel fahren. Noch ein zweites Mal. Ach so, genau. Und ich weiß jetzt auch, wie die Abfahrt mit diesem fetten Rockhole am Anfang hieß. Und zwar war das The Canadian. Sehr passend mit dem Rockhole zum Start. Ui, dem bin ich etwas nose-heavy gesprungen. Rausgeschossen. Ach so, war das. Genau, ich fahre jetzt hier noch mal ein Stück hoch, weil ich hatte gesehen, dass es hier noch so einen anderen Abschnitt gibt, der dann hier unten wieder auf den Zimmel raufführt. Ein bisschen zu kurz. Naja. Ah, da. Wow.
Okay, das ist ein fettes Ding. Zu groß für mich. Jetzt bin ich wieder auf dem Zimmel drauf. Alter, geht der in die Beine rein. Oh. So, ich bin hier noch mal beim Canadian und wollte mir den jetzt einfach noch mal genauer angucken. Krass, nur 58 Grad. Hätte ich tatsächlich jetzt, also wenn du auf oben stehst, denkst du wirklich, dass das steiler ist. Naja, es ist schon relativ steil. Ich meine, wäre auch ganz cool, das von außen zu filmen. Aber wenn ich mein Handy irgendwo unten hinlege, dann kommt das eh nicht richtig rüber. Und dann spare ich mir das, dann kann ich nämlich den Trail jetzt komplett durchfahren. Aber trotz allem. Er ist nicht ganz ohne. Genau, langsam rein und Bremse etwas öffnen. Ah, ich habe wieder nicht an ihn gedacht. Ach, irgendwie sind mir diese Double X sind so kurz und vom Absprung relativ steil. So, ich konnte nicht anders. Ich bin jetzt doch noch mal ganz hoch gefahren. Und weiß noch nicht, welchen ich jetzt fahren werde. Vielleicht fahre ich auch einfach eine Mischung aus Angry Ends. Genau, ich fahre jetzt einfach Angry Ends und dann fahre ich unten den letzten Abschnitt von dem Zimmeltrail. Auch geil am Anfang, wenn man so anspruchsvolle Trails fährt und noch nicht warm ist, denkst du, ach du Scheiße, das wird ja heute nie was. Und dann, wenn du mal ein bisschen warm bist, boah, schießt du viel zu schnell über die Dinger. Ah, fast geschafft, einen Schwung mitzunehmen.
Yes! Oh, aber jede Abfahrt hier setzt mich echt ein wenig unter Adrenalin, muss ich sagen. Aber echt geil. Ich hätte mal geguckt, ich glaube, da drüben ist jetzt, wie hieß das, Birzenberg oder irgendwie so? Genau, Bartenberg. Und da sind auch noch ein paar. So, ich glaube, das hier, was ich jetzt, oder hier müsste ich jetzt am Sailor Moon sein. Und genau, hier sind so ein paar Features. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Vielleicht nehme ich erstmal einen kleinen zum Warmwerden. Das Ding ist jetzt, naja, bin ich schön irgendwie technische Abfahrten schnell runtergeballert, aber wieder zu wenig gesprungen. Und wenn ich da nicht schon ein bisschen warm bin, habe ich da echt immer, also gerade wenn es so Gaps sind, habe ich immer ein wenig Kopfkino. Das kriege ich nicht so ganz abgeschaltet. So, an sich ist dieser Stepdown kleiner als das Road Gap beim Flow Trail Ottweiler. Aber das war jetzt erstmal Versuch Nummer 1, so im Kopf freizukriegen. Komm, eine Runde noch. Just send it. Yes. Der ist mir einfach mit der Landung da zu eng. Ah, die waren zu schnell hintereinander. Ah, das war doof angefahren. Da hätte ich das Vorderrad wenig rüber lupfen müssen. Ach, ich und die Trumps. Naja, irgendwann kriege ich das auch mal hin. Damit hatte ich ja gerade überhaupt nicht gerechnet. Meine Fresse. So, dann noch einmal den Turm. Zack. So, noch ein drittes Mal der Drop. Und dieses Mal will ich ein bisschen anders fahren. Ich fahre ein wenig anders an, werde versuchen, ihn mehr wegzudrücken. Ja, viel smoother, viel, viel bessere Line. So, es kann jeden Augenblick passieren, dass die Kamera ausgeht, weil ich habe mir einen leeren Ersatzakku eingepackt, also hat mich da total nicht aufgepasst. Zu Hause. Genau, das hier ist jetzt noch der Shooter, den ich fahre. Eigentlich wollte ich dann noch eine Abfahrt fahren, aber die ist dann wahrscheinlich nicht mehr im Video. Sorry dafür. Hoffentlich reicht es wenigstens noch für die. Oh. Naja. Ja, den Drop hatte ich irgendwie zu spät gesehen. Mal wieder.
Ja, ich sag dir noch einfach schon mal tschüss. Das war's dann wahrscheinlich fürs Video. Ich drehe noch eine kleine Runde dann mit mir selbst.